Es ist früh, sehr früh. Im besten Falle 6.45 Uhr, im schlimmsten 4 Uhr morgens. Man schläft noch tief und fest, doch dann kommt es plötzlich und ohne Vorwarnung, dieses Geräusch. Man erschrickt, wünscht sich, man hätte noch Zeit zum Schlafen, doch das Geräusch gibt dich auf und gewinnt. Man ist wach. Man schleppt seinen Leib ins Badezimmer und starrt ins Spiegelbild, was vor Müdigkeit bald umfällt. Man denkt, ich habe echt keinen Bock. Kann ich mir nicht einfach irgendeine gute Ausrede einfallen lassen? Doch dann erinnert man sich, dass es doch nicht geht. Lieber nicht. Sonst ruft Herr Engelhorn noch meine Eltern an oder kommt selbst, um mich in die Schule zu zwingen. Man versucht, sich Positives einzureden. Okay, es dauert sowieso nicht mehr so lange. Das schaffe ich doch. Also, optimistisch bleiben. Was für schöne Stunden habe ich denn heute? Es gelingt nicht. Nein, nicht schon wieder Physik. Ich verstehe doch sowieso nichts. Man versucht es anders anzugehen. Okay, denk an deine Freunde. Es gelingt auch nicht. Deine Freunde, die du die letzten paar Jahre jeden Tag sowieso ertragen musstest. Also gut, denk an deine Lehrer. Was? Wieso? Wieso denkst du an deine Lehrer? Nein, hör auf! Man ist gezwungen, sich der Routine zu ergeben. Ich kenne diesen Weg schon in- und auswendig. Und dieses Tor, wer färbt ein Tor grün? Jetzt geht's los. Am Anfang läuft's noch in Ordnung. Doch dann begegnet man den gleichen schlappen Gesichtern. Hatte der nicht das gleiche gestern an? Ist ja sowieso alles gleich. Der ist aber komisch drauf. Muss ich allen Hallo sagen? Ich sehe die doch jeden Tag. Die sitzen doch immer am gleichen Platz. Und der hat wohl alle Hoffnung aufgegeben, oder was? Dann beginnt die richtige Routine, aus der es kein Entkommen mehr gibt. Und das 4 oder 5 Mal 80 Minuten am Tag, 180 Tage im Jahr, 12 Jahre lang. Einige mehr, einige weniger. Aber nein, so wird es nicht enden. Das erlauben wir nicht. Nicht am letzten Tag. Ein Hoch auf uns! Let's go.
Diese Routine, die wir täglich erlebten und für selbstverständlich hielten, ist eigentlich viel mehr als nur ein Tagesablauf mit den gleichen Angeboten wie gestern. Diese Routine führte uns an einen Ort. Ein Ort, der uns vereinte und unsere Gemeinschaft prägte. Ein Ort, an dem wir Erfahrungen sammelten und der uns fürs Leben ausrüstete. Ein Ort, der uns mit den schönsten Erinnerungen packte. Jedes dieser Gesichter ist Mitglied einer Mannschaft. Eine Mannschaft, der es nur als Einheit gelang, das erste vieler Spiele zu überwinden. Und jetzt wird es Zeit, als Mannschaft auf das große Spielfeld des Lebens zu treten. Es wird also Zeit, diesen Ort zusammen zu verlassen.